Samuel Abifades bei uns, 2:0 Derby-Sieg gegen Holstein Kiel 2. Du hast das frühe 1:0 gemacht. Beschreib mal deine Gefühle nach dem frühen Führungstreffer. Ja, also ich habe mich riesig gefreut. Ich glaube, die Mannschaft hat sich gefreut. Ich habe mich riesig gefreut. Es ist gut, bei so einem Spiel früh in Führung zu gehen. Und deswegen war es einfach perfekt gepasst. Wunderbar. Dann war das Spiel kurzzeitig so ein bisschen hitzig auch durch viele Zweikämpfe, die geführt worden sind. Wie habt ihr in dem Moment den kühlen Kopf bewahrt? Ihr habt ja dann auch durch Taritasch das 2:0 gemacht. Ich glaube, das war ganz entscheidend in dieser Phase des Spiels, oder? Ja, auf jeden Fall. Also zum Schlösel gehört es ja dazu, viele Zweikämpfe. Bist der Beste! Viele Reibereien. Ich der Primo? Schweine Diskussion und. Ich der Primo? Aber dass wir natürlich jetzt in Eko 2:0 gewonnen sind, das ist natürlich Erleichterung auch natürlich bei einer anderen Scheiße für die Runde. Ihr könnt jetzt bestimmt mit einem super Gefühl in die Winterpause starten, habt bis zum 10. Januar frei. Wie verbringst du die Feiertage und was wünschst du den grün-weißen Fans? Ich wünsche den grün-weißen Fans natürlich frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich selber feiere Weihnachten bei mir in der Heimatstadt in Braunschweig. Und den Feiertag einfach mit der Familie und den Freunden. Super, dann wünschen wir ganz, ganz viel Freude dabei und sehen uns im neuen Jahr. Vielen Dank. Danke. Erik Gründemann ist bei uns. 2:0, das Derby gegen Holstein Kiel 2 gewonnen. Wie schön sind die Gefühle? Ich glaube, einen besseren Start in die Winterpause gibt es nicht, oder? Ja, absolut. Wir haben uns belohnt für den Aufwand, den wir betrieben haben. Seit 4 Wochen. Also kann das gar nicht in Worte fassen. Ein geiles Spiel, eine geile Atmosphäre. Und ja, man freut sich jetzt umso mehr auf die Winterpause. Du hast dich bestimmt auch besonders gefreut, dass die Null hinten wieder stand. Tatkräftig habt ihr, glaube ich, zusammen verteidigt. Wie stolz bist du auf die Mannschaft? Ja, absolut stolz. Wir haben kaum groß was zugelassen. Wir waren im Chancenfluss. Ich finde, wir waren auch teilweise so kämpferisch die bessere Mannschaft. Wir haben das Derby einfach besser angenommen. Deswegen steht am Ende auch 2:0 auf der Anzeigetafel. Die Serie fortgesetzt, auch glaube ich ein wichtiger Randaspekt, dass man jetzt weiterhin auf dem oder beziehungsweise wieder auf dem 5. Tabellenplatz steht, das Erreichen der Meisterrunde damit weiterhin in der eigenen Hand hat. Mit welchem Ziel geht ihr jetzt natürlich auch in die nächsten 2 Spiele noch, die in dieser Nordstaffel zu absolvieren sind? Ja, ich glaube, du hast schon gesagt, Platz 5 in eigener Hand zu haben, noch 2 Siege zu holen, dann auch gegen Führungsspiele hier. Einfach 6 Punkte-Spiele. Wunderbar. Jetzt natürlich die Feiertage nutzen, um auch ein bisschen zu regenerieren. Gerade du hast ja natürlich jetzt auch ganz, ganz viele Spiele in den Beinen. Wie begehst du die Feiertage und was wünschst du den Fans zum Fest? Ja, ich denke mal, erstmal ein bisschen runterfahren, ein bisschen frei bekommen. Aber denke ich, dass wir trotzdem nicht so runterfahren sollten, da wir noch eine Rückrunde haben, dann noch eine